Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Migros Ostschweiz und Leica Geosystems. Aus rund 70 Studierendenteams der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen, nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2017 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während Monaten haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Team und Projektleiterin Nicole Schneider betreibt Marktforschung in Asien. Im Auftrag von Raiffeisen Schweiz beleuchtet die Studierenden den asiatischen Bankensektor. Das Praxisprojekt hat zum Ziel, die heimischen Dienstleistungen weiterzuentwickeln und ist zusammen mit asiatischen Austauschstudierenden gemacht worden. Unser Auftrag war, um neue digitale Vertriebskanäle im asiatischen Markt zu finden für Raiffeisen Schweiz Genossenschaft. Zu welchem Schluss Ihre Forschung in Asien kommt, darf die Projektleiterin nicht verraten. Hier dazu nur so viel. Viele Leute brauchen das Handy zum Banking machen und es gibt auch verschiedene biometrische Methoden, um sich identifizieren und authentifizieren. Für ihre Recherche interviewt das Team Experten aus dem asiatischen Bankensektor und Bankenexperten aus der Schweiz. Die Dimension und Komplexität des asiatischen Markts macht das Unterfangen nicht einfacher. Die besondere Herausforderung in dem Projekt war sicherlich, dass man ähnlich einer Sanduhr hat müssen vorgehen. Auf der einen Seite hat es einen riesigen asiatischen Markt gegeben, nämlich Gesamtasien, wo es darum gegangen ist, verschiedenste potenzielle Vertriebskanäle zu identifizieren. Dann musste man den Fokus enger führen, also sprich unterschiedlichste Filter anwenden, um die richtigen Sandkörner zu identifizieren, um anschließend wieder den Fokus zu weiten und mittels Kreativität für den Auftraggeber adaptierbare Lösungen zu lukrieren. Für diese Herkulesaufgabe wird das Team von der Fachhochschule St. Gallen unterstützt von Studentinnen aus Südkorea. Die Zusammensetzung ist für die Praxisarbeit eine grosse Chance, setzt aber einen intensiven Austausch voraus. International arbeiten hat immer ein paar Hürden. Es sind verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, aber wir haben es sehr gut gemeistert. Und eben der Schlüssel dazu ist, dass wir viel miteinander kommuniziert haben. Rund 800 Arbeitsstunden investiert das Team in die Praxisprojektarbeit. Die Kundin, also Raiffeisen Schweiz, ist zufrieden mit den Leistungen der Wirtschaftsstudierenden. Mit der Projektarbeit sind wir sehr zufrieden. Das Team hat sehr gut zusammengearbeitet und von Anfang an wurden wir systematisch informiert. Es hat ein reger Austausch stattgefunden und ich denke, das Team hat dort einen super Job gemacht. Wir sind sehr zufrieden. Der Stellenwert von so einer Arbeit ist sehr hoch, denn das Thema Digitalisierung geht nicht spurlos an den Banken vorüber. Die meisten Themen, die uns heute rumtreiben, gehen um das Thema Digitalisierung. Und dort Inputs aus dem asiatischen Bankenmarkt zu erhalten, sind für uns sehr wertvoll. Zufrieden ist auch der Coach vom Projektteam, der Ronald Ivancic, Projektleiter bei der Wissenstransferstelle der Fachhochschule St. Gallen. Mein Studierendenteam verdient es zu gewinnen, weil es ihnen gelungen ist, auf der einen Seite interkulturelle Herausforderungen mit mitarbeitenden südkoreanischen Studierenden zu bewältigen, auf der anderen Seite einen riesigen Markt zu bearbeiten und daraus durch konsequente Anwendung von Methodentools relevante Ergebnisse für den Auftraggeber zu erzielen. Für Projektleiterin Nicole Schneider kommt die Nomination für den WTT Young Leader Award überraschend. Nicht zuletzt, weil noch nie ein Praxisprojekt mit Beteiligung von internationalen Austauschstudierenden nominiert worden ist. Wir sind mega stolz. Es war überhaupt nicht erwartet. Und ja, vor allem, dass wir das erste Team sind, das als CPIM-Team überhaupt jemals nominiert worden ist, ist wirklich mega lässig. Die Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2017? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award, präsentiert von Hotelhof Wiesbad, Bühler und Bauwerkpaket.